Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Zöller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 18. September. Hier haben wir wieder den normalen Tageschart. Der DAX befindet sich weiter hier im Bereich von 12.100 Punkten. Der ging am Vortag bei 12.096 Punkten aus dem Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,2%. Ist dann nachbörslich weiter abgefallen auf eine 12.050 Punkte ungefähr. Und die Lage hat sich nun etwas eingetrübt. Das werden wir gleich noch in den folgenden Charts sehen. Das bedeutet, dass wir hier tatsächlich den Hochpunkt gesehen haben könnten im Bereich von 12.100 Punkten, 12.140. Und der Index bereits hier wieder den Abwärtstrend hier aufnimmt seit Ende Juli und den Bereich dann unten des unteren Trendkanals anläuft unter 11.900 Punkten. Wenn der Index dann wieder hier nach unten abdrehen sollte und sich die Abwärtsdynamik beschleunigt, gerade dann eben bei Kursen unter 12.000 Punkten, dann ist verstärkt hier im unteren Trendkanalbereich eben auf eine nachlassende Dynamik zu achten, auf Umkehrformationen, auf Bodenbildung und dann könnten hier in dem Bereich eben Long-Positionen erwogen werden, die vielleicht dann etwas unter dem Trendkanal hier abgesichert werden könnten. Also man würde dann eben hier Long den DAX eben antesten, ob der hier dreht und der Plan ist ja eben, dass wir hier im Bereich von 11.900, 11.700 Punkten in der Ausdehnung dann 11.500 einen Boden bilden und der Index in Folge wieder nach oben abdreht und dann bis Jahresende eben eine Aufwärtsbewegung startet, die über 13.000 Punkte führt. Und wir wollen nun eben den Boden herausfinden und müssen deswegen an den genannten Marken eben immer eine Long-Position antesten und schauen eben, wie sich der DAX in diesen Bereichen verhält. Und der untere Trendkanalbereich hier, das ist eben eine der Kernmarken, an dem der Index vielleicht langfristig drehen könnte. Gut, hier noch ein Rückblick auf den vereinfachten Tageschart vom Vortag. Hier sind wir noch in einem Aufwärtstrend, der Kreis ist noch blau. Das Hoch wurde ungefähr wieder an der roten Markierungslinie erreicht bei 12.130 Punkten. In Folge ging es eben wieder nach unten unter die Marke von 12.100 Punkten. Aber für den heutigen Dienstag hat sich eben etwas verändert. Wir sind nämlich jetzt auf Short gedreht, wie wir bei dem vereinfachten Tageschart für den heutigen Dienstag sehen werden, den wir uns jetzt eben angucken werden. Gut, hier haben wir den aktualisierten, vereinfachten Tageschart. Wir sind, wie erwähnt, eben jetzt in den Short-Modus kurzfristig gedreht, übergeordnet. Und da sind wir eh im Short-Modus. Der Kreis ist wieder auf Rot gewechselt. Wir hatten ja hier relativ früh den kurzfristigen Long-Modus erkannt, sind dann hier hochgegangen Richtung 12.140 ungefähr. Und aktuell, trotz dieser weißen Tageskerze vom Vortag, ist der hier wieder auf Rot gedreht. Ja, also im Bereich von 12.100 Punkten und man muss dann eben verstärkt wieder mit nachgebenden Kursen rechnen und mit einem erneuten Kursrückgang Richtung 12.000 Punkte und 11.960 Punkte und tiefer. Aber wir hatten ja eh noch mit einem Rückgang gerechnet und ich rechne eben damit, dass sich nach einer Bodenbildung, wie erwähnt, eine Aufwärtsbewegung entwickelt, die dann bis Jahresende möglicherweise über 13.000 Punkte führt. Das ist eine Annahme, man wird dann sehen, ob das so kommt. Aber das ist aktuell der große Plan. Und dann muss man eben sehen, wie sich der DAX dann im Tageshandel verhält und jetzt im weiteren Verlauf verhält, ob sich da weitere starke Abwärtsdynamik entwickelt oder ob es doch gelingt, hier um 11.900, 11.700 Punkte einen Boden zu bilden. Werfen wir nur noch einen Blick auf den Wochenchart. Da hat sich wenig verändert hier. Wichtig ist eben hier der Bereich von 12.000 Punkten. Sobald der fällt,
ist eben ein weiterer Kurs rutscht dann wahrscheinlich Richtung 11.860, 11.820 Punkte. Das sind nach unten aktuell die nächsten Orientierungsmarken. Und dann eben bei der dunkelgrünen Linie im Wochenchart der Bereich um 11.700. Möglicherweise eben, wie erwähnt, in der Extension könnte es eben runtergehen Richtung 11.500 Punkte. Aber ich rechne eher damit, dass wir wahrscheinlich hier im Bereich um 11.900, 11.700 den Boden bilden werden und der Index dann wieder nach oben abdreht. Also diese Markierungslinien aktuell sind eben für das große Bild wichtig und ja, man kann aktuell eben davon ausgehen, wenn die Marke von 12.000 Punkten hier fällt, dass es dann weiter runtergehen wird und der Index dann hier den Bereich um 11.900, 11.800 Punkte anlaufen wird. Und dann kann man sich im Tageschart dann an dem fallenden Trendkanal orientieren, an der unteren Trendkanalbegrenzung, die wir am Beginn des Videos da betrachtet hatten. Und dann würden sich dann hier im Verbund zwischen Wochenchart und Tageschart dann mögliche Bodenbildungen ergeben. Das muss man dann eben noch näher abwarten und dann näher beobachten, wie sich da die Lage dann entwickelt. Gut, soweit erstmal. Wichtig ist eben, dass der Trend kurzfristig in den Short-Bereich gedreht ist, ja, und wir nun wieder verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen haben und sich die Abwärtsdynamik gerade unter 12.000 Punkten der wichtigen Marke im Wochenchart wahrscheinlich erhöhen dürfte und dann der Bereich von 11.860, 11.820 und 11.900 Punkte angelaufen werden dürfte. Und da kann man sich dann an dem Tageschart orientieren. Und das ist erstmal der kurzfristige Fahrplan. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel und melde mich dann wieder mit Kommentaren unter dem Video und dann morgen mit dem ING Markets Morning Call am morgigen Mittwoch.